Hi Leute und willkommen zurück bei Interstellar Transport Company. Wir befinden uns mittlerweile bei Folge 6 von diesem schönen kleinen Handelsspielchen, was sich hier immer weiter in die Galaxie erstrecken wird. Wir werden wahrscheinlich aber bei der Folge hier erstmal bleiben und dann später nochmal wieder reinschauen. Einfach aus dem Grund, unser Gegner ist hier ein bisschen buggy und krust hier nur noch so ein bisschen durch die Gegend. Auch einen Speichern, Neuladen hilft hier leider nicht. Und deshalb werde ich hier nochmal ein bisschen gucken, dass wir das, was wir angefangen haben, entsprechend fortführen und ein bisschen ausprobieren. Aber dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit einfach mal ein neues Spiel anfangen. Gucken mal hier, dass wir bei Merkur vielleicht noch einen Ausbau des Raumhafens hinbekommen, damit wir dort Schiffe hinschicken können. Müssen wir nur mal gucken, welche das dann sein werden. Ich schaue hier erstmal kurz durch. Genau, das sind die ganzen Sachen, die hier zum Mond fliegen. Beim Mond haben wir... Aha. Eine Nahrung. Wir haben zwei Wasser, zwei Nahrung. Warum die hier jetzt hier nicht... Achso, weil hier nicht nach zwei Sachen sortiert wird, sondern immer nur nach einer. Okay. Ist in Ordnung. Wir haben hier den Mond. Und die fliegen da dem hin, mit dem hin, mit dem hin. Okay, wir haben, glaube ich, bis auf diese kleinen Schiffe... Wieso fliegt der denn... zum Mond? Der soll doch gar nicht zum Mond fliegen. Hier. Das ist doch merkwürdig. Der soll, wenn dann, doch zum Mars fliegen. Maschinen. Hier ist der andere. Okay. Dann switchen wir den hier mal um. So. Gut. Wir haben jetzt hier unten beim Mars... haben wir Personen, Personen, einmal Wasser und zweimal Maschinen. Wieso haben wir da keine Nahrung zum Mars? Doch irgendwas verdreht, oder? Nahrung. Wir sind hier oben so oft. Der muss doch... Oder haben wir hier irgendwas verdreht am Anfang? Sehr merkwürdig. Okay. Hier haben wir jetzt zum Mond einmal Nahrung, einmal Wasser, zweimal Wasser zum Mond und zweimal Nahrung zum Mond und ein Passagier. Das ergibt Sinn. Okay. Ich kann ja mal hier oben nach den Routen filtern. Nehmen mal alle raus und nehmen jetzt hier den Mond nur rein, um uns das nochmal genau vor Augen zu führen. Okay. Einmal Nahrung, zweimal Wasser. Beides in dieser Gruppe der 45er. Können wir mal kurz gucken. Das wäre hier der ganz große. Relativ teuer. Okay. Der dazwischen. Okay, das ist, glaube ich, in Ordnung so. Wenn ich jetzt bei den Routen mir mal den Mars anzeigen lasse, haben wir zum Mars zweimal die Maschinen. Das ist soweit richtig. Einmal Nahrung, einmal Wasser, zweimal Passagiere. Okay. Ist auch soweit korrekt. Wir werden jetzt also hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, um ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Und ich guck mal hier hinten jetzt beim Mars. Genau, hier nimmt beim Essen nimmt es schon langsam ab. Das heißt, wir könnten mal überlegen, ob wir vielleicht die Schiffe Richtung Mars erweitern. Maschinen nicht, Nahrungsschiffe, könnten wir natürlich hier schauen, dass wir, wenn wir das upgraden auf dieses große,
Kostet 188. Können wir uns in der Form gar nicht leisten. Oder ob wir noch ein zusätzliches Schiff einsetzen. Verbrauch sind 6,1. Der verbraucht natürlich deutlich weniger als... Wen haben wir den hier? 6,1. Also deutlich ist es gar nicht. Ist aber auch langsamer. Hat aber eine gute Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit hier bei dem ist ziemlich gut. Und auch 6. Seht ihr, hier steht auch, in der Herstellung braucht er nur 7. Das heißt, der kann auch woanders hergestellt werden. Interessant. Okay. Der braucht nur 3. Wollen wir den jetzt irgendwie erweitern? Wäre vielleicht gar nicht so blöd hier. Auf diesen größeren umzubauen. Der wartet auf Volllast, das ist da. Oder wir nehmen den halt dazu. Oh, unser Gegner ist wieder im Geschäft. Seht ihr? Er hat sich wieder gefangen. Hat vielleicht einen Kredit aufgenommen oder so. Und ist jetzt wieder auf dem Weg. Sehr gut. Das ist doch mal schön. Sind wir nicht mehr so alleine unterwegs. Gucken mal hier in die Betriebsergebnisse rein. Bei uns ist das jetzt auch eher so lala. Aber wahrscheinlich auch, weil wir viel ausgegeben haben. Und der andere macht jetzt hier beim Einkommen deutlich ein bisschen, noch ein bisschen deutlicher mit. Auch schön. Auch schön. Hier schickt er immer noch Raketen hin. Okay, und es gibt ein neues Raumschiff, was wir uns natürlich einfach mal angucken. Kann man da drauf? Ne, kann man nicht. Gut, gehen wir hier rüber. Und zwar dieses. 30 Frachtraum. Na, gucken wir mal hier so ein, nehmen wir uns mal ein Vergleichsschiff raus. Wir hatten doch so ein 25er hier irgendwo auch, oder? Gibt es nicht mehr, ja? Es ist abgeschafft. Ne, hier, 25er. Systemgeschwindigkeit, das ist ein sehr langsam. Kostet aber auch echt nicht viel Geld. Relativ langsam, ja, Spritverbrauch. Hm. 30. Ich weiß gar nicht, was an dem jetzt so toll sein soll. Haut mich jetzt irgendwie nicht so richtig um. Okay, der Merkur wurde abgegradet. Wir könnten also jetzt mal auf den Merkur schauen. Wir hier noch den Ausbau des Raumhafens mit 45, den kriegen wir hin. Kriegen dafür gleich hier einen Port, das ist gut. Und müssten jetzt mal sagen, dass wir Raumschiffe zum Merkur bringen. So. Erstmal die Filter hier raus und sagen jetzt neues Schiff. Wir müssten jetzt gucken, es darf nur ein Dreier sein. Kann man das hier irgendwie. Kann man das hier nicht irgendwie filtern oder so? Anscheinend nicht. Gut. Der hat 3. Der hat 3. Allerdings 78.000. Der hat auch 3 hier oben. 20. Er ist ziemlich langsam. Allerdings einen guten Spritverbrauch und ist nicht viel teurer, kann aber mehr laden. Vielleicht ist er doch gar nicht so schlecht. Probieren wir den nochmal aus. Der soll hier die Teile kaufen. Transportieren. Ja. 1. Und dann machen wir einfach erstmal noch einen zweiten mit Wasser. 2. So, hier. Nummer 1, genau. Nummer 1 soll hier... Ist was? Was transportiert der hier? Nahrung 30. Genau. Und der andere transportiert Wasser 30. Wasser 30. Okay. Und macht sich dann auf den Weg zum Merkur.
Okay, das sollte passen. Wir haben aber noch irgendwo hier einen von diesen Maschinenteilen-Leuten. Da können wir mal nach Namen ordnen. Hier oben sind die Maschinenteile. Der eine wartet hier auf Volllast und die können auf jeden Fall auch zum Merkur fliegen. Also den switchen wir hier um auf Merkur. Das geht nicht, ja? Das ist ein Spacebus D500. Ach, der braucht schon 4, ne? Spacebus D500, ja, der braucht 4. Natürlich Mist. Könnten den jetzt also hier auch umändern. Oder wir nehmen hier einfach einen langsameren. Das wäre doch auch mal eine Idee. Okay, wir upgraden den mal auf diesen hier. Kann er nämlich mehr transportieren, ist aber auch langsamer. Upgrade. Und also dann müssen wir den jetzt umbenennen hier. Okay. Erde Merkur. Und den upgraden wir auch. Auf den. Ja. Erde Mars, Erde Mark, Merkur, absolut richtig. Maschinenteile. Maschinenteile. Hätten natürlich auch andersrum benennen können, ne? Aber das lassen wir jetzt mal so. Maschinenteile 30. Und der heißt auch Maschinenteile 30. Hier oben mal wieder anmachen. Ja, Maschinenteile 30. Vielleicht wäre die Benennung andersrum sogar besser. Aber man kann ja hier auch entsprechend filtern, das ist alles okay. Würde mir, wenn man hier so ein kleines Symbol noch hätte, was die größtenteils transportieren. Ups, mal ganz kurz hier eine kleine Einstellung ändern. So, sorry, da bin ich wieder. Okay. Na dann schauen wir doch mal. So, hier auf der Erde geht's quasi los mit den Guten. Und dann eben auf dem Weg dann zum Merkur. Wir gucken mal. Hier steht noch einer auf Verkaufen. Sodass wir danach jetzt gleich mal prüfen müssten, ob das alles passt. Ja, hier noch kaufen. Hier unten dann entsprechend dorthin. Maschinen, Wasser, Schienen, Merkur, Mars. Passt. Fliegen hier hin und her. Dann gehen wir mal den Finanzen ein. Schön wäre so eine Gesamtübersicht der Schiffe, muss ich sagen. Dass man sieht halt wirklich, also so wie das hier, nur dass man halt sieht, welches Schiff wie viel verbraucht. Zeug. Also man hat hier das natürlich, wie gesagt, über diesen Profit, aber der ist ja nicht aussagekräftig. Wenn der am Anfang da eine Million eingenommen hat, dann braucht der erstmal, läuft der ja erstmal eine Million ins Minus. Damit wir hier sehen, dass es ein Problem gibt. Ja, man sieht es schön am Anfang, aber wenn sich die Route ändert, also die Rentabilität der Route, dann gibt es hier dann wieder Probleme und das ist natürlich auch nicht schön. So, die anderen Schiffe können wir gerade noch nicht upgraden. Da müssen wir weiter gucken. Hier, die sind hier kräftig dabei, den Mars jetzt auch wieder zu beliefern. Das heißt, hier macht jetzt wieder jemand mit. Und das ist für die allgemeine Entwicklung des Sonnensystems natürlich sehr gut. Gucken mal, der fliegt hier nach Ganymed anscheinend. Ganymed braucht zum Beispiel Maschinen. Wir könnten also mal sagen, neues Schiff kaufen, so eine Rakete. So eine Rakete und sagen, du sollst mal nach Ganymed noch ein paar Maschinenteile bringen. Der hier nämlich auch mit drin. Ah, Entschuldigung, musste einmal niesen. Also echt, überhaupt kein gutes Wetter für Leute mit Heuschnupfen. Also ich will mich jetzt ja nicht beschweren darüber, dass das Wetter draußen gut ist und langsam Frühling wird. Oder schon Frühling ist, ja, langsam Sommer wird. Aber mit Heuschnupfen macht das Ganze natürlich bedeutend weniger Spaß. Ah, ich glaube, ich muss mir kurz mal die Nase schneuzen.
werde ich hier mal kurz Pause machen und ein Sekündchen unterbrechen. Für mich ein Minütchen, für euch nur ein Sekündchen. Bis gleich. Schwupp und schon sind wir wieder da. Ganz kurz, jetzt geht es mir auch ein bisschen besser. Ein bisschen frischer und ja, nicht mehr ganz so doll dieses Kribbeln in der Nase. So, hier läuft jetzt alles wunderbar zusammen. Ich glaube, das Spielprinzip an sich ist auch klar geworden in unserem kleinen Angespielt hier, wie es funktioniert, wie es weitergeht. Für die anderen Sternsysteme wird dann noch diese zusätzliche Ressource, ich weiß nicht, wie das hieß, diese Kristalle relevant. Ja, müssen wir mal... Moment, das kriege ich für euch raus. Wo waren die denn? Hier gab es die irgendwo, oder? Aber steht ja unten... Die Lithiumkristalle, die dann eben diesen Treibstoff erzeugen für Warpsprünge, damit wir von einem Sternsystem ins nächste reisen können und eben auch entfernte Kolonien dann bedienen können. Ja, so sieht das Ganze aus und das wird dann im weiteren Spielverlauf interessanter. Neben diesen Themen, die wir jetzt schon hier beackern, ich gucke mal kurz beim Merkur. Sind jetzt hier unsere ersten Schiffchen auf dem Weg. Ich wollte mir die mal ein bisschen näher angucken. Die sind ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich sagen. So sehen die aus, ne? Kommen wir ran. Interessante kleine Teile hier, diese kleinen langsamen Transporter. Aber wie gesagt, die haben eine ganz gute Balance. Sind halt wirklich ein bisschen langsamer. Haben aber einen guten Frachtraum und können vor allen Dingen hier halt auf diesem Raumhafen landen. Ja, das... ist natürlich eine tolle Sache. So, wir könnten hier jetzt eigentlich mal unser Office vergrößern oder unsere Wartungshalle. Machen wir mal die Wartungshalle als erstes. Ja, weil wir hier einen ganz guten Ruf genießen und damit ausbauen können ohne... Wir können sogar hier aus... Nee, kostet Ruf. Okay, alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Genau, die Teile sind jetzt hier gleich da. Die werden jetzt hier am Merkur erstmal nicht landen können. Das können wir uns jetzt auch anschauen. Genau, die warten dann nämlich. Und der andere fliegt runter. Aber dann sollten die sich ja langsam in den entsprechenden Rhythmus einpegeln. Im Normalfall sind die Strecken ja relativ lang, sodass wir da nicht allzu viele von denen brauchen. Ich würde hier sogar auf der Erde mal ein Tor annullieren, damit wir ein bisschen Geld sparen. Ich glaube, die 6 müssten reichen, weil eigentlich überwiegend verbrauchen die Mondflieger hier das meiste. Auf dem Mond wird jetzt mittlerweile auch Nahrung erzeugt. Wir müssten da also mal gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen die Routen einschränken. Schauen wir das mal an. Die blenden wir hier aus. Wir nehmen mal nur den Mond rein. So. Haben jetzt hier eine Essensroute und eine Wasserroute. Und vielleicht nehmen wir da eine von denen mal raus. Werden wir mal hier kurz einfach beobachten. Also die wird noch vollgeladen. Und die andere, die gucken wir uns jetzt näher an. Wenn er hier zurückgeht, genau da, lädt auch voll und bringt rüber. Also eigentlich scheinen die noch rentabel zu laufen. Beim Wasser gucke ich auch mal. Ja, da sieht es gut aus. Okay, wahrscheinlich, weil er das mit Konsumgütern vollpackt. Also belassen wir das mal erstmal so. Es scheint hier... entsprechend Geld zu geben. Bei den Schiffen sind es jetzt 5 Schiffe, die dort zum Mond fliegen. Immer hin und her pendeln. Das ist ja nicht weit. Bin mir nicht sicher, ob da die Gates dann das reicht. Also ob das 4 nicht ein bisschen zu viel sind bei 5 Schiffen. Okay. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Kleine Ressourcenmine. Können wir subventionieren. Große Ressourcen. Ja, okay. Also ich glaube, das hier, das alles im Rahmen. Bei der Erde, wie gesagt, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wir können uns mal die Merkur-Route dann vornehmen, die jetzt ja schon langsam reinläuft. Und wir können natürlich mal bei Ganymed gucken. Quatsch, du bist der Mars, Ganymed ist da hinten. Und Ganymed braucht derzeit Maschinen, Nahrung, Konsumgüter. Dann machen wir doch nochmal Raketen fertig. Also Ganymed sofort von denen hier.
So, eine mit diesen Teilen. Dann den. Und mit den. Zack. Dann switchen wir mal hier die Routen um. Nee, so, die. Genau. Oh, lustiger. Moment, Moment. Mit haben wir die hier. Den jetzt auf gestoppt. Warum stehen die auf gestoppt? Haben wir die nicht angeklickt beim Kaufen? Dann machen wir das jetzt gleich mal. Die sollen ja eigentlich dann hier hinfliegen. Genau, jetzt sind sie auf dem Weg mit hier Maschinenteilen, mit Wasser und mit Nahrung. Super. So soll es sein. Man sieht jetzt hier auch schon langsam, dass hier ein bisschen mehr Verkehr überall herrscht. Ja? Dass auch der Merkur uns... unser Kollege hat hier auf dem Merkur noch gar keinen Bock irgendwie tätig zu werden. Gut für uns. Sodass wir hier Nahrung und Wasser rüberbringen können. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir das noch genauer deklarieren können bei unseren Sachen. Wir probieren das mal am Merkur aus. Merkur. Wegklicken. Hier haben wir die. Wenn ich ja mal beim neuen Schiff. Nee, man kann hier nur den Raum entsprechend einstellen. Dann gucken wir doch mal auf unsere Merkur-Route. Könnten die Routen natürlich auch. Könnten natürlich mehr Routen erstellen, ne? Und sagen, jede Route ist für eine Fracht zuständig. Dann könnten wir hier beim Merkur zum Beispiel sagen, nicht laden. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann hätte man eine bessere Übersicht über die Frachtrouten. Also kleiner Tipp vielleicht an euch. Wenn ihr das genauer auseinanderklamüsern wollt, dann erstellt ihr hier bei der Luna-Route drei verschiedene Routen. Einmal für diesen Bereich, für Wasser und für Passagiere. Dann könnt ihr das besser auseinanderbasteln. Und eben auch besser... besser monitoren, ja, weil man dann natürlich für die verschiedenen Produkte gleich Bescheid weiß. Wir müssen auch beim Mars mal, ja, genau, beim Mars mal gucken, und ich klicke auf den Merkur, beim Mars mal gucken, wie es da ausschaut mit den Maschinen. Ja, da werden immer noch Maschinen benötigt, sind auch nicht so viele da. Konsumgüter, also ich habe halt so ein bisschen das Problem, dass hier die Konsumgüter nicht wirklich dahin gebracht werden. Gucken mal bei der Erde. Die Erde hat hier auch abnehmende Konsumgüter. Verbraucht anscheinend mehr, weil nicht genügend Rohmaterialien rangeschafft werden. Der Merkur hat allerdings... Der erzeugt Rohmaterialien. Das heißt, von dort können wir eigentlich dann welche zurückbringen. Der ist jetzt in der Ausbaustufe noch nicht so weit, aber im späteren Spielverlauf könnte man dann von dem noch was machen. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld und könnten zum Beispiel einfach mal schauen, ob wir so ein Schiff zum Mars mal umrüsten. Schnappen wir uns das mal. Oder auch zum Mond. Gucken wir mal beim Mond hier. So, da haben wir ja hier so ein Nahrungsschiff. Hier hin und her fliegen. Und wenn wir die umbauen, das sind derzeit diese Boeing 919. Ja, nicht zu verwechseln mit Boeing natürlich. Wenn wir den auf den umswitchen, der ist sogar schneller. Nee, schneller darf es eigentlich hier nicht sein zum Mond rüber. Dann gucken wir uns dann doch lieber den Mars an. Hier. Und würden vielleicht hier diesen, den eigentlich nicht, den finde ich eigentlich so ganz gut. Wobei wir den mal vielleicht auf dieses langsamere Schiff umbauen könnten. So wie der hier unten.
gibt es ja noch einen mit Maschinen. Die beide... Kann ja nicht sein, oder? Okay, wir machen mal kurz was anderes. Zeige alle Schiffs Cargo Base raus und nehmen mal nur die Maschinen kurz rein. So. Da haben wir hier einen zum Merkur und zwei zum Mars. Diesen einen Mars-Typen könnten wir eigentlich mal ersetzen. Upgrade. Durch den hier. Zack. Dann würden wir den entsprechend umbenennen. Und hier sagen... wir machen das mal kurz andersrum, damit ich euch das mal zeigen kann. Zum Beispiel hier Erde Mars. So. Und dann Erde Mars. Und Maschinen 30. So eine Umbenennung zum Beispiel. Ja, dann hat man hier gleich noch von wo nach wo er fliegt. Die zwei Sachen wären dann die ersten beiden Buchstaben, ne, damit man zum Merkur ein bisschen unterscheiden kann. Genau. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Ich wollte ja eigentlich, zeige alle, bei der Marsroute was ändern. War diese Teile hier. Wir haben hier nämlich einen im Transit mit Essen. Wenn wir den ändern würden auf zum Beispiel diesen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Upgrade. Der kostet 188.000. Ja, aber dann hätten wir mal eins von diesen dicken Schiffen hier. In 51 Tagen allerdings erst. Aber es dauert dann noch eine Weile. Genau, und beim Mars haben wir jetzt hier, können den ja auch mal umbenennen, der würde jetzt so heißen und würde was machen? 65 von Nahrung. So. Genau. Eigentlich nicht schlecht. Der ist im Transit, der ist auf dem Weg auch zur Erde und sammelt dann da ein. Würde alles passen. Genau, hier läuft die Bestellung durch. Da könnten wir auch vielleicht noch ein Stück weiter beschleunigen. Gucken uns hier mal kurz unser Finanzboard an. Naja, das ist jetzt hier nicht so doll in letzter Zeit. Weil wir natürlich jetzt Schiffe gekauft haben, ist klar. 28 Tage braucht der noch hier. Der ist immer noch nicht da. Hier steht auch halt kein Wert. Ah, doch, jetzt hat er was verkauft. Und das hat sogar ein bisschen Geld gebracht. Das heißt, wir könnten hier jetzt den nächsten ersetzen und hätten hier, was transportiert der? Passagiere. Zum Mars. Und zurück. Die würde ich vielleicht als letztes ersetzen. Wir könnten hier aber einen mit Wasser mal austauschen. Mal kurz gucken. Der 55. Okay. Der hier. Upgrade. Und dann hätten wir den auch schon geupgradet. Hier, den würde ich mir dann eigentlich einfach gern mal angucken, wenn er fertig ist. Ja, noch 3 Tage, das ist dann auch ein schöner Abschluss. Dann haben wir hier mal so einen dicken Frachter im Einsatz. So. Aus und Center. Gucken wir mal. Da ist er. Ja, das ist hier unser dicker Frachter. Der jetzt hier mit 65 Nahrung sich auf dem Weg zum Mars macht und hoffentlich rentabler ist als die anderen netten Flieger, die wir hier im Einsatz haben. Haben wir noch mehr? Was ist das? Okay, das sind die Teile. Könnte man auch überlegen, ob man die ersetzt. Aber erstmal würde man den hier natürlich dann entsprechend umbenennen. Erde Mars. Wasser 65. So. Auch Nahrung, Maschinen. Okay, und das wäre hier ein kleiner, den können wir ja auch nochmal machen. Der wäre auch Erde Mars, Maschinen 30. Ja, damit sind die auch gleich, aber die sind ja auch gleich, ja, von der Ausstattung. Und hier hätten wir dann die Passagierflieger. Könnte man jetzt halt auch mal überlegen, ob man den upgradet auf diesen. Ja, dann zum Beispiel das Ganze so ausstattet.
Dann würde der hier nämlich heißen Erde Mars Passagiere 65. Wenn wir hier schon beim Umbenennen sind, machen wir es bei der Route mal richtig. Erde Mars Passagiere, was ist das? 55, ja? Der wird dann eh verkauft. Wenn wir jetzt hier, wo haben wir gerade kopiert, da alle uns anzeigen lassen, würde man das, wenn man hier nach Namen sortiert, nämlich auch entsprechend der anderen Sortierung haben und würde auch sehen, was und wie viel die transportieren. Hier hinten hat man sein Bild von den entsprechenden Teilen. Fällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir hier noch? Ganymed, die Merkurroute. Dann nehmen wir das mal raus, nehmen wir die Merkurroute rein und gucken mal beim Merkur vorbei. Der ist immer noch auf Stufe 3. Ganymed, da ist nicht viel passiert. Wobei, doch, der ist jetzt mittlerweile schon Stufe 2 hier, der Port. So. Okay, das ist ja auf jeden Fall ganz gut. Wir würden jetzt hier mal gucken. Wasser. Okay, hier könnte man also nochmal Maschinen zum Beispiel hinschicken. Und wie sieht es hier aus? Wir haben einen guten Ruf. Wir könnten hier also gleich nochmal zum Beispiel eine Wartungshalle bauen. Kleine. Besser als nichts. Und würden dann sagen, dass wir noch eine neue Rakete haben wollen, die Maschinen nach Ganymed bringt. Starten soll sie sofort. Zack. Problem gelöst. So, wir gucken jetzt uns hier nochmal die eine Marsroute an. Denn hier haben wir noch diesen einen Personenfrachter. Genau, das ist der andere Personenfrachter, der bestellt ist. Und das ist der. Den können wir sogar noch nicht kaufen, weil der andere ja erst gewartet wird. Wenn wir uns das hier im Schiffsvergleich angucken, ist vor allen Dingen die Zuverlässigkeit hier ganz gut. Im Gegensatz zu. Ist der? Ne, ist der 55. Doch, das ist der 55er. In dem hier besser, ne? Also schon deutlich besser. Beim Spritverbrauch auch ein bisschen. Sparen da also ein bisschen Geld. Bei der Geschwindigkeit ist er ein klein bisschen geringer und er braucht natürlich ein paar mehr Tage zum Umladen. Hat aber ja auch ein bisschen mehr Frachtraum. Also vielleicht gar kein so schlechtes Schiff. Wunderbar. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von Interstellar Transport Company. Vielleicht mache ich auch noch eine Folge. Müssen wir mal gucken. Ich sage aber trotzdem erstmal danke fürs Zuschauen. Lasst gerne mal einen Kommentar da oder natürlich auch ein Abo, wenn es euch allgemein gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.